Das Wort hat nun der Kollege Stefan Thome für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist niemandem egal, es lässt niemanden kalt, niemand pfeift darauf, wenn Menschen zu Schaden kommen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle zunächst einmal denen, die am Donnerstag verletzt worden sind, mein Bedauern ausdrücken. Verhältnismäßigkeit muss immer das oberste Gebot allen Handelns des Staates sein. Aber wir vertrauen sehr darauf, dass unsere Kollegen im Landtag von Baden-Württemberg in der Lage sind, diese Verhältnismäßigkeit, die hier angewandt worden ist, zu prüfen. Das muss nicht unsere Aufgabe sein. Es sind noch viele Fragen offen, wie es zu den Ereignissen am letzten Donnerstag in Stuttgart gekommen ist. Es ist deswegen vorschnell, jetzt schon Schuldfragen zu klären, die Schuld abzuwälzen, die Schuld anderen in die Schuhe schieben zu wollen. Aber es muss klar sein, es ist Aufgabe der Behörden und der Veranstalter einer solchen Demonstration, schon bei der Veranstaltungsplanung darauf zu achten, dass Eskalation vermieden und vorgebeugt wird. Auch der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass er seine Verbündeten sorgfältig auswählt, und er muss immer die Kontrolle behalten, mit wem er sich da eigentlich verbündet. Und das ist auch unser berechtigtes Interesse zu wissen, wer ist denn da eigentlich alles auf der Straße gewesen am Donnerstag. Nun ist es so, dass in Stuttgart die Dinge aus dem Ruder zu laufen drohen. Und deswegen ist der Vorschlag unserer Fraktionsvorsitzenden Birgit Homburger völlig richtig, der auch von vielen anderen schon übernommen worden ist, hier an ein Mediationsverfahren zu denken, wie es auch in Frankfurt erfolgreich angewandt worden ist. Und deswegen ist es jetzt auch völlig in Ordnung und auch weitgehend genug, eine Einstellung der Abrissarbeiten am Bahnhofsgebäude und der Baumfällarbeiten anzubieten. Denn wenn nach 15 Jahren Planfeststellungsverfahren, Gerichtsverfahren, Anhörung von Bürgereinwendungen jetzt endlich einmal mit dem Bauvorhaben begonnen werden kann, dann muss es doch jedem Menschen einleuchten, dass man dann nicht erwarten kann, dass es gleich von heute auf morgen ganz und gar auf unbestimmte Zeit wieder unterbrochen wird, meine Damen und Herren. Es ist wirklich jede Menge Zeit gewesen, Einwendungen vorzubringen, und sie sind ja auch vorgebracht worden. Über 10.000 Einwendungen wurden diskutiert und abgehandelt, ist bis zum Bundesverwaltungsgericht geklagt worden, und auch danach ist natürlich das gute Recht eines jeden Menschen auf der Straße für seine Meinung zu demonstrieren, aber man muss dabei eben auch Rücksicht auf die Rechte anderer nehmen, auch zum Beispiel das Baurecht eines Bauherrn wie hier der Deutschen Bahn. Und wenn nun Morddrohungen gegen den Bahnchef und seine Familie vorgebracht werden und deswegen die Familie an einen geheimen Ort verbracht werden muss, wenn der Eindruck entsteht, dass hier Kinder und Jugendliche instrumentalisiert werden, dann muss sich auch der Veranstalter fragen lassen, ob ihm nicht die Kontrolle über seine Veranstaltung entgleitet. Und wir dürfen fragen, ob es hier eigentlich gegen ein Bauvorhaben geht oder gegen unseren demokratischen Rechtsstaat. Auch wir fragen uns, allerdings selbstkritisch, und das machen wir als FDP beständig, ob nicht die Hürden für Beteiligungsrechte der Bürger gesenkt werden müssen. Ob wir nicht sowohl parlamentarische Verfahrensweisen als auch direktdemokratische Instrumente weiterentwickeln müssen. Ein Volksentscheid lässt ja immer nur den Spielraum zwischen Ja und Nein. Er enthält wenig Spielraum für deliberative Elemente. Im parlamentarischen Verfahren haben wir den Vorteil, dass wir die Kunst der Kompromissfindung anwenden können. Und diese Vorteile, beide Verfahren stärker zu verbinden, das sollte unser Anliegen sein, wofür wir diese Ereignisse zum Anlass nehmen können. Im konkreten Fall bei Stuttgart 21 ist es allerdings für die Grundsatzfrage, ob überhaupt gebaut werden soll, meines Erachtens zu spät für eine solche Volksabstimmung. Und wir wissen jetzt ja auch aus dem Gutachten des Professors Kirchhoff, dass es verfassungsrechtlich unklar ist, ob in einem Landesvolksentscheid über ein Bauvorhaben des Bundes überhaupt befunden werden kann. Denn Bahnstrecken baut der Bund und nicht das Land. Und zum Zweiten ist zu beachten, dass ein Baustopp oder eine Rücknahme von Baugenehmigungen auch Schadenersatzansprüche gegen die öffentliche Hand auslösen kann und damit unmittelbar haushaltsrelevant werden kann. Und dann kann in einem solchen Fall eine solche Frage nicht Gegenstand einer Volksabstimmung sein. Meine Damen und Herren,
Alle Beteiligten sollten, ich knüpfe an das an, was Herr Kollege Friedrich eingangs sagte, zur Besonnenheit zurückkehren. Berechtigte Interessen und sachliche Argumente der Bürger, dafür sind wir immer gesprächsbereit. Aber Verächter des Rechtsstaats und Verächter mehrheitsdemokratischer Verfahren müssen mit unserem Widerstand rechnen. Vielen Dank.